Hallöchen, ja Hallöchen. Ich will nicht immer harte Videos machen über irgendwelche harte Themen, habe gar keine Lust zu. Ich frage jeden, wo ist die gute alte Zeit, wo wir mal lachen können, wo wir uns getroffen haben am Lagerfeuer mit Gitarre und so weiter, wo wir lustig waren, unbeschwert waren und wirklich lustig getobt und gemacht. Stoß- und Drangzeit, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, wo ist die? Wo ist die geblieben? So, okay, ich bin nun mal ein Kind 50, 60er Jahre und Heranwachsender 70er, 80er Jahre. Und als Erwachsener 90001, also 2001, als über 40-Jähriger, 50 im Blick und jetzt Ü60 mit meinen Freunden Ü70. Warum sitze ich hier und spreche? Ganz einfach, weil einer, der über 70 hier mal wieder etwas hat, was man Krebs nennt. Über Krebs spricht ja keiner, über diese Krankheit spricht keiner und alles, was damit zusammenhängt. So, wir unterhalten uns ja nur noch über diese Fiktion. Ich darf es sagen, weil ich habe unterschrieben, nicht zu sagen, aber mittlerweile möchte ich sagen, aber ich tue es nicht. Oder ich tue es doch. Wie gesagt, die Fiktion mit dem Namen Corona, dass durch sehr reiche Menschen um den Planeten jetzt gerollt wird, die sind sehr reich und sind der Meinung, dann ziehen wir gnadenlos durch und sie ziehen es gnadenlos durch. Es ist eine Klientel der Skrupellosen. Es sind skrupellose Menschen ohne Skrupel. Ja, ich glaube, sie würden weinen, wenn irgendeiner mal die zur Seite nimmt. Ja, solche Menschen, vermute ich, sind es. Ja? So, sie können sich glücklich schätzen, dass sie natürlich eine Mauer haben von Klientels und Mauer von Maschinen, die eine Menge aushalten, wenn sie angegriffen würden. Also sie haben Armeen um sich herum, sie haben Sekretäre und Sekretärinnen um sich herum, also sie haben ein Bollwerk um sich herum. Ja, sie freuen sich, dass sie sehr reich sind und sie freuen sich, dass sie nur einen Knopf drücken müssen und schon springen Menschen. Wenn die Menschen nicht springen, sind sie weg. So einfach ist das. Sind arbeitslos oder sind ruiniert, der Ruf wird geschändet. So funktioniert dieser neuartige Planet. Rufschändung, so geht es. So, meiner einer hat sich untersuchen lassen, 15 Minuten. Und hat dann so im Bett gelegen. Dann kamen die Ärzte und haben gesagt, sie müssen hier bleiben, weil der Arzt, der sie untersucht hat, haben wir gerade festgestellt, hat Corona. Und somit müssen sie hier bleiben. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe nachher unterschrieben und habe meine Rolle gespielt als Corona-Patient. Muss ich einfach sagen, ich habe 149 Kilo auf den Körper gehabt, habe jetzt 69 Kilo auf dem Körper und fühle mich wohl. So. Diese Aktion Corona hat mich ganz schön leiden lassen, weil ich 9 Tabletten essen musste. Ich hatte denen vertraut, ist klar. Ich sollte dann auch noch eine Gürtelweste tragen mit Batterien drin. Also ich sage dazu, einen Sprengstoffgürtel musste ich tragen, wenn angeblich mein Herz aufhört zu schlagen, hätte dieses Gerät mich dann wach gemacht. Ja, mit 10.000 Volt, schabum, 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 bis ich wieder wach geworden wäre. Hätte mir aber 4.900 Euro gekostet. So, ich habe es, wie gesagt, einen Monat getragen, bin dann mit dieser Batterie an der Seite ständig hängen geblieben, fühlte mich also nicht so wohl, weil hin und wieder fing das Ding an zu piepen, weil irgendwie der Akku leer und ich wollte nicht, dass das Ding plötzlich die 10.000 Volt bei der Arbeit auslöst. Also habe ich es abgenommen und darum mache ich dieses Video hier. Wie ich es abgenommen habe und zur Seite gelegt, ging das Telefon. Da wurde ich gefragt, warum ich die Weste nicht mehr tragen würde. Sag ich, ich trage die Weste deswegen und deswegen und deswegen nicht. Tragen Sie die nachher wieder? Nö, sag ich, ich packe die jetzt ein, ich werde sie nie mehr tragen. Lange Rede, kurzer Sinn, nachher hat er doch eingesehen, derjenige. Dann hat die Krankenkasse angerufen, ja, erklär mal, erzähl mal. So, ich sehe nicht ein, 4.900 Euro für eine Batterieweste, die mir mein Leben nehmen kann und nicht gibt. Ja?
Weil wenn die auslöst und ich kriege einen Stromschlag von 10.000 Einheiten, dann bleibt das nämlich stehen und nicht umgekehrt. Also ich möchte keinen, möchte ich nicht, weil ich habe hier ganz viele Maschinen, die halt auch mit Funk arbeiten und die dann, keine Ahnung, vielleicht das auslösen. Ja? Die sind auch magnetische Maschinen und wenn man mit diesem Akku da zu nah rankommt, kann natürlich eine Menge passieren. Morgen, was darf sein? Ja, danke.